Ey, 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 ey. Zieh mich aus, zieh mich aus, zieh mich raus. Zieh mich aus. Wir sind heute bei einem Panzer oder bei, besser gesagt, drei weiteren Panzern. Mit da oben die Galionsherrin Josie. Was hast du gerade gesagt? Galionsherrin. Oder auch Generalin. Geht auch. Leider kommen wir jetzt in den Panzer nicht mehr so richtig rein. Eine Saison wie ein bisschen zugerüstet. Der Weg hierhin war sehr spannend. Wir mussten über eine provisorische Brücke springen, klettern, balancieren, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte. Ich glaube, unter meinem Gewicht würde diese Brücke nicht mal leben wollen. Es hat schon geknackt. Aber wir werden es dann sehen, wenn ich dann pitschepatsche nass bin. Für Abos könnt ihr es gerne sehen. Der alten Galionsherren, Quatsch, nochmal, der alten Soldaten, die werden es kennen. Hier unten ist die kleine Hundeluke. Da das Kanonenrohr, auf dem meine Freundin sitzt. Ja, nicht mehr. Runter. Mit meiner Urbex-Jacke. Und leider kommt man hier nicht mehr rein. Denn hier wurde nämlich alles schon zugeschweißt. Extra. Ich hab das Gefühl, die Schafe kommen immer näher. Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Schafe näher kommen. Finde ich gut. Werden wir hier attackiert von Schafen? Ja, das. Genau, von Schafen attackiert. Das wird das. Das war der Titel von dem Video. Top. Suchst du gerade nach einem Anlasser? Ja. Alter, fuck you. Gibt's doch wohl nicht. Thank you.
gedacht, dass Stahl so brüchig sein kann. So, da ist mein Film nicht komplett im Arsch ist und ich jetzt die letzte Aufnahme mit Handylicht machen musste. Im Nahen geht das ja noch, aber von fern ist es absolute Scheiße. Würde ich sagen, mache ich einfach mal hier mal einen kleinen Cut mit der Info, wer billig kauft, der kauft zweimal. Das definitiv. So, wir haben Treuepanzer. Ich gehe mal davon aus, dass es drei amerikanische Panzer sind, die einfach jetzt hier stehen und ein bisschen vergammeln. So, dann bye bye. Nicht tief. Nicht tief. Aber schlammig ist so. Deine Füße müssen versetzt arbeiten ein bisschen. Also ja. Nicht gerade drauf, sondern quer drauf so leicht. Ja, das ist richtig. Problem ist einfach nur, entweder rutsche ich hier, wo ich gerade so ein bisschen auf dem Tritt bin, oder die Scheiße wackelt so richtig böse. Schatz, ab sofort Diät für mich. Okay. Vielleicht Gewichtstraining. Ich hab keinen Bock ins Wasser zu fallen. Also sind so die Momente, wo man sich denkt, Mensch, hast du schon eine Gesellschaft? Irgendwie gefühlt wackelt das hier gerade noch mehr. Fuck. Oh. Ey. Zieh mich raus. Ich schwör.